Moin Moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Specs und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Guns of Boom Pack Opening. Endlich kann ich mal wieder eins machen, denn von meinem Hauptaccount aus hat das ja keinen Sinn mehr gemacht, denn da hatte ich einfach ausnahmslos alles bereits freigeschaltet, was man sich freischalten kann. Aus den normalen Kisten und die Eventkisten, die man während eines Events bekommt, öffnen sich ja mittlerweile automatisch und sofort, wenn man sie gewonnen hat über den Jahrmarkt, und deswegen konnte ich einfach keine sinnvollen Pack Openings mehr für euch machen. Es kam aber eigentlich immer ziemlich gut bei euch an, deswegen habe ich mir gedacht, ich spare jetzt hier von meinem neuen Account aus, wo ich ja Level 10 aktuell bin, einfach mal alle Kisten, die ich hier spiele. Ich habe bisher noch nicht eine einzige geöffnet. Die paar Sachen, die ich hier besitze, habe ich tatsächlich aus kostenlosen Kisten, die ich geöffnet habe während des Events. Also diese Eventkisten könnte ich eröffnen, und vom Jahrmarkt habe ich ein paar Kisten bekommen, die sich dann, wie gesagt, automatisch und sofort öffnen. Dadurch habe ich so ein paar Sachen freigeschaltet, aber ich hätte auf jeden Fall Bock, noch ein paar kosmetische Sachen hier freizuschalten, zum Beispiel hier so ein Pferdekopf, ja genau, Specs, das ist ein Pferd. Das Zebra hätte ich hier gerne, den Zebrakopf, den finde ich ziemlich geil, auch mit den Ohren unter den Ohren, richtig nice. Und ansonsten mag ich hier auch immer ganz gerne die etwas böseren Masken, wie zum Beispiel einen bösen Clown oder so eine Mumie, solche Sachen finde ich ganz geil. Und Skins kann ich natürlich ohne Ende gebrauchen, denn bisher habe ich einfach gar keine. Ich werde jetzt hier diese Kisten im Schnelldurchlauf für euch öffnen, denn jede einzelne Kiste hier zu kommentieren, die ich öffne, würde, glaube ich, unnötig den Rahmen dieses Videos sprengen. Und nachdem ich sie alle geöffnet habe, werden wir zusammen einmal abchecken, was ich so daraus bekommen habe, und dann auch nochmal ordentlich ausrüsten, mir vielleicht ein schönes Outfit zusammenstellen können oder so und vor allen Dingen auch mal ein paar Skins auf meine Waffen ziehen. I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every reverse. Of course I've been hurt, but somehow been much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to speak, but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You're gonna see my name up on a flag. I sail this ship and I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack. Never look back, I make a record like Crash. Top of my bracket, I smash. Hot like a pack, I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. I never change my self, I've always stayed the same, no doubt. I've always played the game, all out, and I am here to stay right now. So don't call it a comeback. Steady gunning, do my thing. I don't look the other way. I stare that motherfucker straight. Don't care what they say. Nah, everyone's the same. Don't get caught up in their games. Just pick a lane and do your thing. I don't just wanna be great. I'll be the best. Make everybody forget all the rest. Man, I feel blessed. Pulling through best. Open my chest for the haters' request. I'll be okay. I pick my lane. I'ma stick to it like horse of the fame. This is the game that we all play, and I'm gonna win. Jetzt habe ich alle meine 44 Kisten geöffnet und jetzt gucken wir einmal gemeinsam. Alles klar, ich habe hier schon mal zwei Duplikate, die zerschrotte ich einmal, die kann ich dann später einsetzen, um mir Skins zum Beispiel zu kaufen. Und jetzt schauen wir hier erstmal bei den Masken. Ja, der ist okay, der Helm, das ist jetzt nicht so mein Wunschhelm. Oder Masken, ich sage mal Helm dazu, ja, ist ja Schwachsinn. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh, so wirklich viel habe ich hier nicht freigeschaltet. Nur diesen einen einzigen Helm, Kopfbedeckung, wie auch immer. Einzige Maske. Maske nennt sich das hier, wie gesagt. Ja, finde ich nicht so richtig fresh. Da finde ich zum Beispiel sowas oder sowas hier cooler. Vor allen Dingen hier diese Mumie finde ich dann ganz geil. Von den Kostümen, alles klar. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, ich schalte eher Masken frei als Kostüme. Aber da habe ich mich getäuscht. Ich glaube, das passt ein bisschen besser auf jeden Fall hier zu der Maske, die ich trage. Schauen wir nochmal bei den Abzeichen, habe ich da noch irgendwas Neues dazu bekommen? Ja, tatsächlich, wird mir nun gerade nicht als neu markiert, aber hier habe ich ein paar Sachen bekommen, wie ihr sehen könnt. Aber Abzeichen sind mir ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig wichtig. Aber wir gucken jetzt nochmal bei den Skins. Und zwar hier. Skins, habe ich da was? Ja, da habe ich auf jeden Fall was. Hier habe ich ein paar schöne Skins. Natürlich sind solche Event-Skins nochmal ein bisschen geiler oder die ganz seltenen, zumindest in der Regel ist das so. Das passt zum Beispiel ganz gut, finde ich, zu so einer Mumie. Gar nicht mal verkehrt. Oh, der Skin, den habe ich scheinbar aus den kostenlosen Event-Kisten. Der sieht eigentlich auch ganz geil aus. Der gefällt mir doch recht gut, muss ich sagen.
Ansonsten haben wir hier auch nochmal... Habe ich das jetzt aus der Kiste oder aus den Eventkisten? Ich glaube, das muss aus den Eventkisten sein, weil da rechts unten ist dieses Symbol von dem Event. Der ist auch gar nicht mal so schlecht, passt aber jetzt nicht so gut, finde ich, zu meinem jetzigen Outfit. Und das hier ist übrigens aktuell so ziemlich mein Lieblingsskin eigentlich, den ich so auf meinem Hauptaccount auf allen Waffen momentan meistens drauf habe. Der sieht eigentlich auch ganz nice aus. Diese lilanen Skins sind eigentlich ganz cool, finde ich. Aber ich gucke jetzt nochmal, wie das auf meiner Ansturm-Shotgun aussieht, die ich hier habe. Schon wieder falsch geklickt. Mal gucken hier. Das sieht ganz gut aus. Das fand ich ja am geilsten eigentlich, am freshesten. Aber davon habe ich nur ein Skin. Mal so. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, das hier nehme ich erstmal für meine Ansturm-Shotgun. Den Skin fand ich sowieso schon immer ganz cool eigentlich. Und auf mein Sturmgewehr, auf meine Dorn, packe ich mir den hier drauf, weil er einfach, finde ich, gut zu dem Outfit und relativ gut zu der Maske passt, die ich hier trage. Das gönne ich mir auf jeden Fall mal. Dann habe ich jetzt schon mal endlich zwei vernünftige Skins, die ich hier drauf ziehen kann und wenigstens ein Kostüm. Nee, zwei Kostüme habe ich insgesamt, aber jetzt ein Kostüm, was hier zu meiner Maske passt. Ich finde, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als vorher. Und wenn ihr Bock auf weitere Pack-Openings habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich weiterhin hier schön die Kisten sammeln und wenn ich genügend davon habe, auch das nächste Pack-Opening starten. Ihr könnt auch gerne dazu schreiben, ob ihr sagt, ja, 40 Kisten war schon eine gute Zahl oder ob ihr der Meinung seid, ich sollte bedeutend mehr Kisten sparen, vielleicht, weiß ich nicht, Richtung 100 oder so und dann nochmal ein richtig fettes Pack-Opening machen, in der Hoffnung, dass ich da eben ein bisschen mehr freischalten kann als nur eine Maske und zwei Kostüme und eine Handvoll Skins. Was ich jetzt aber noch mal kurz gucken kann, ich habe ja ein paar Fetzen. Und wie teuer sind jetzt hier die Dinger, wenn ich sie kaufe? 700 kosten die hier. 1400, okay. 2100, ja, die sind dann schon zu teuer noch für mich. Aber das kann ich ja vielleicht auch irgendwann mal machen, wenn ich genügend Duplikate habe, dass ich dann von den Fetzen, die ich dadurch bekomme, wenn ich die Duplikate zerschrotte, mir neue Skins zum Beispiel kaufe oder vielleicht auch andere Dinge. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Lasst mir wie gesagt gerne euer Feedback zu diesen Pack-Openings unten in den Kommentaren da. Über eine Bewertung würde ich mich ebenfalls freuen. Ich sage hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!